Gerade noch beim Charity-Event der V8-Freunde Meerbusch in Krefeld ging es dann unter Führung vom Ole im Konvoi nach Duisburg zu Altmetall trifft Altmetall. Fahrt im Konvoi hätte auch geklappt, aber Ole, der alte Heizer, gab Gas und hatte schon nach der zweiten Ampel den Konvoi gesprengt. Aber irgendwie kamen dann doch noch alle an. Auf dem Gelände dann Platz suchen, einparken, aussteigen. Freunde und Bekannte begrüßen und ratzfatz war der Platz auch voll. Altes Eisen in der Hochofenkulisse des alten Hüttenbergs. Und besonders die aus Belgien und Holland angereisten Teilnehmer mit ihren alten Trucks passten in dieses Bild. Hier und heute passte alles. Tolle Autos, tolle Leute, das überraschenderweise gute Wetter und die Stimmung, die hier herrschte. Ich habe dann auch noch zwei versteckte Stände gefunden, wo es Brownies und Kaffee sowie leckere Frikadellen und Kuchen gab. Danke Anja, Norbert und Ole. Es war ein perfekter Tag. Zur Veranstaltung waren insgesamt 120 Fahrzeuge gemeldet. Circa 90 kamen dann auch an. Sven hat mir mitgeteilt, dass Altmetall trifft Altmetall auch für 2021 geplant ist. Hoffen wir, dass es sich auch realisieren lässt. Ich sage hier einfach mal Danke an die Organisatoren der Veranstaltung. Und ich bin dabei auch in Gedanken ein bisschen beim Stefan Prinz, der vor Jahren hier mit allem anfing.
Es hat Spaß gemacht und es war ein schöner Tag. Irgendwann ist aber alles zu Ende. Am späten Nachmittag setzte dann auch die Abreise der einzelnen Teilnehmer ein. Das Gelände musste wieder geräumt werden. So Leute, das war's dann auch für heute hier aus Duisburg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.